zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu meinem Inside-Video. Ich zeige euch so ein bisschen die Details, was ihr vielleicht gerne wissen möchtet, nachdem ihr unser Hochzeitsvideo gesehen habt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, geht erstmal kurz zum Hochzeitsvideo. Da seht ihr nämlich diesen ganzen schönen, wunderbaren Tag. Und dann kommt wieder zurück, weil jetzt zeige ich euch so kleine Details, die wir vorher schon organisiert hatten. Dann starten wir auch schon direkt ins Thema. Wie ihr vielleicht entdeckt habt, war sehr vieles von mir handgeschrieben. Und zwar beginnt das schon bei diesen beiden Gelübdebüchlein. Ich habe die selber gemacht. Und zwar habe ich da so naturgeschöpftes Papier genommen, habe die beiden angeschrieben. Dann habe ich das Ganze mit einem Mr. and Mrs. Band versehen. Einfach, dass es ein bisschen schöner aussieht und dass man hier den Kleber nicht sieht. Und ganz vorne drauf noch Mr. and Mrs. geschrieben. Innen haben wir es dann, um uns einfacher zu machen, die Gelübde ausgedruckt und eingeklebt. Weil nicht, dass man dann da vorne steht und sein Gelübde nicht mehr lesen kann, beziehungsweise die eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Also haben wir das uns einfach gemacht, haben das eingeklebt. Und ja, ich fand, es ist mega gelungen. Was auch mega lustig war, ist, dass Emi und ich beide mit demselben Satz das Gelübde aufgehört haben. Und das war nicht abgesprochen, weil wir wussten nicht, was der andere für ein Gelübde schreibt. Und ja, das war nochmal so ein spezieller Moment, wo man einfach sieht, eigentlich denken wir mit einem Hirn. Dann kommen wir zum nächsten Teil, was ich auch selber geschrieben habe, wo meine Trauzeugin mir mega, mega geholfen hat, weil das war eine kleine Bastelarbeit, da auch nochmal diese ganzen Bändchen dran zu machen und so weiter. Das sind diese Freudentränen-Taschentücher. Die habe ich alle von Hand geschrieben. Das war eine kleine Prozedur, weil es musste ja wirklich für jeden Gast eins da sein und lieber noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir das einfach mit so einer ganz einfachen Packschnur an die Taschentücher gemacht und vor Ort dann ein frisches Zweiglein von Lavendel genommen. Das behalten wir jetzt auch so auf, weil ich finde es total schön und man sieht es auch total gut im Video. Das haben sie mega schön gefilmt, dass es auf jedem Platz so ein Taschentuch hatte. Der nächste angeschriebene Punkt war die Tischkarten. Auch diese seht ihr im Video mega gut. Da habe ich wieder dasselbe Papier genommen, auch wieder so handgeschöpftes Papier. Habe dann jeden einzelnen Gast natürlich aufgeschrieben und diese Kärtchen haben wir dann mit Blattgold beklebt. Schlussendlich war das dann auch einfach meine Aufgabe und ich habe das dann am Abend immer mal beim Fernsehen oder so habe ich das gemacht. Das waren jetzt unsere beiden Kärtchen, die sieht man auch sehr schön im Video und ich finde, das hat es echt nochmal ausgemacht. Das war so auch ein bisschen der persönliche Touch, weil die meisten, die mich kennen, wissen, wie meine Schrift ist. Und jeder hat eigentlich direkt gemerkt, hey, das ist handgeschrieben. Und das fand ich mega schön, dass auch jeder so ein kleines handgeschriebenes Ding von mir bekommen hat. Und wie auch in dem Geschenkvideo schon erklärt, habe ich auch diese Welcome Cards selber geschrieben. Da kann ich euch mal schnell ein Video einspielen, wie ich das genau gemacht habe. Und zwar war das auch eine größere Arbeit, weil ich diesen einen Strich von dem Welcome nur mit Herzen gemacht habe und dann eigentlich die restlichen Buchstaben ausgeschrieben habe und dann nochmal nachgezogen habe, dass man so ein bisschen dieses dünn, dick besser sieht. Irgendwie hat sich dann einfach das Ganze so durchgezogen. Wir haben halt das Thema Mr. und Mrs. gewählt gehabt. War am Anfang nicht bewusst, aber haben dann auch noch diese mega schönen Deko-Holzteile bei Depot gefunden. Und die haben wir dann auch auf den Tischen platziert. Und so war wirklich so das ganze Thema dann auf einmal gesetzt auf Mr. und Mrs. Wie ihr auch im Video vielleicht gesehen habt, bei dem Spiel, wo wir so sie oder er hochhalten mussten, hat meine Brautjungfer sich da total was Süßes einfallen lassen. Sie hat zwei Kartons gemacht, wo auch Mr. und Mrs. drauf stand, wo sie dann auch, weil sie meine Kärtchen halt gekannt hat, auch nochmal extra dieses Blattgold beklebt hat und die haben einfach dann den Look perfekt gemacht.
Was ich auch total schön fand und total wirklich krass in unseren Look gepasst hat, war die Wahl unseres Gästebuchs. Das kam direkt von unseren Trauzeugen. Soviel ich weiß, ist es auch von Depot, weil ich glaube, ich habe das mal selber auch gesehen und mir angeschaut. Also denke ich, dass sie das da gekauft hat. Das passt halt auch wieder so zu dem Leinenthema Natur und mit Gold und dieser geschwungenen Schrift. Also auch eine super Wahl, die sie da getroffen haben. Da haben dann alle Gäste eine Seite oder zwei gestaltet. Und da wir von jedem Gastpaar eine selber dekorierte Weinflasche bekommen haben, haben wir dann dort vor Ort die Idee ausgesprochen, dass wir mit jedem, der uns eine Weinflasche geschenkt hat, diese Weinflasche hier bei uns trinken und die Gäste immer einzeln zum Abendessen einladen. Und da haben wir gedacht, weil das Buch noch nicht so voll ist, wir hatten ja nicht so viele Gäste, kann man dann an dem Abend nochmal ein Foto schießen zu viert und dann kann man nochmal eine Seite gestalten. Dann wird das Buch auch ein bisschen voller. Dann kommen wir auch zu einem sehr, sehr schönen Stück. Das Ringkästchen, was ich gekauft habe und bestellt. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen in einem Post von mir oder ich habe das vielleicht schon mal gezeigt. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Da konnten wir unseren Namen einritzen lassen. Und ich finde, es ist total schön geworden. Ich hoffe, man kann das hier so ein bisschen sehen. Und wie ihr seht, da sind jetzt auch unsere Schlüssel drin. Ich habe ja mal in einem Vlog erzählt, dass wir Schlüssel finden mussten, alte Schlüssel, dass jeder eine einen aussuchen muss und ich aber keine Ahnung habe, warum. Und diese Schlüssel wurden in die Zeremonie eingebettet und haben eigentlich den Schlüssel symbolisiert zum Herzen des anderen. Und ich habe Emmys Schlüssel bekommen und Emmy hat meinen Schlüssel bekommen. Und ich fand es irgendwie total schön, den Gedanken, dass hier eigentlich die Ringe uns gebracht wurden zur Trauung in diesem Ringkästchen. Und da behalten wir jetzt auch die Schlüssel zu unseren Herzen auf. Dieses Böckchen steht jetzt bei uns im Schlafzimmer auf der Kommode und ich finde, das ist echt eine mega schöne Erinnerung. Dann kommen wir zu einem nächsten schönen Teil und ich bin so froh, haben wir die im Internet gefunden. Ich wollte nämlich kein so ein Diadem, was die meisten anhaben, so ein Krönchen, was man hier vorne hat, so haarreifmäßig, sondern ich wollte, dass es hier alles frei ist, weil ich das nicht mag, wenn mich das hier so einquetscht und wenn das alles zu eng ist. Darum hatte ich auch eine sehr lockere Frisur hier vorne, was auch so eine kleine Zahngeburt war. Nochmal Entschuldigung zu meiner Trauzeugin, weil die hat mir nämlich die schöne Frisur gemacht und ich war ein echter Pain, bis wir die Frisur hatten. Aber schlussendlich ist es so, so, so schön geworden. Ich hatte erst halboffene Haare, die waren oben so zusammen und unten gelockt und auf. Und da hatte ich halt den Schleier drin und auch diese spezielle Krone. Und als es dann aber so heiß war, es war 36 Grad an dem Tag und irgendwann nach Fotos und so weiter habe ich es echt nicht mehr ausgehalten. Und so sind wir dann, bevor wir zum Essen gegangen sind, sowieso ins Zimmer gegangen, haben uns nochmal frisch gemacht. Und dann hat sie mir in Rekordzeit in 5 Minuten eine Hochsteckfrisur gezaubert, die man dann auch sieht. Also ab dem Essen habe ich ja eine andere Frisur, auch für die Party, da war der Schleier draußen und es hat sie so schön gemacht. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Jetzt wieder zurück zu der Krone. Diese Krone war echt der Burner. Also ich war so happy damit, weil sie hat perfekt auch zu meinem Kleid gepasst. Ihr habt vielleicht gesehen, die Details von meinem Kleid. Da waren ganz, ganz, ganz viele Perlen oben auf der Corsage. Und ich fand das so schön. Das war für mich sowas, ja, das ist was, weiß ich nicht, das drückt so für mich irgendwie, wie soll ich sagen, die Liebe zu Kindern aus. Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber man schenkt ja auch Perlen für die Fruchtbarkeit. Und wie ihr eben auch gehört habt, ich verweise immer aufs Video, dass mein größter Traum ist Familie. Und irgendwie hat es so perfekt zu mir und zu meinem Gelübde gepasst und zu meinem Gefühl auch. Und Perlen finde ich einfach was mega, mega Schönes. Und drum hat es auch in meiner Krone so gut gepasst, dass da diese ganzen Perlen drauf sind. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, das war jetzt auch so ein kleiner Einschub. Also für mich hat das echt total viel bedeutet. Und das Kleid war ja, wie gesagt, überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Aber als ich das anhatte, es war einfach so ein Gefühl. Und ja,
das hat es perfekt abgerundet. Und meine Mutter hat mir dann Ohrringe geschenkt. Da war auch eine Perle dran und Glitzersteine. Eigentlich hätte ich auch noch eine Halskette tragen sollen, aber weil es, wie gesagt, so heiß war, hat mich das auch irgendwie so eingeengt. Also haben wir uns dann nur für Ohrringe und diesen mega schönen Haarschmuck entschieden. Ich bin mir immer am Überlegen, was man damit noch machen kann, weil irgendwie braucht er eine Verwendung. Ich finde den echt so schön. Vielleicht fällt mir was ein oder wenn ihr eine Idee habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich weiß, es werden nicht so gerne Kommentare geschrieben, aber auf Instagram wird mir gerne geschrieben und da könnt ihr auch da mal eine Idee da lassen. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Schuhen. Es tut mir leid, es sieht jetzt nicht mehr so schön aus, weil es war staubig, es war sandig, vor allen Dingen bei den Fotos, die wir gemacht haben. Daher sieht man meine Zehen so gut. Und das kriegt man auch fast nicht mehr weg. Aber ich zeige euch die Schuhe trotzdem sehr gerne. Das waren diese Schuhe. Ich habe extra einen breiten Absatz gewählt, weil wir auf der Wiese geheiratet haben und ich noch durch Kies laufen musste. Und wie gesagt, das Shooting war dann in den Rebbergen und ja. Also dachte ich mir, hey, ich tue uns allen Gefallen, dass ich da nicht mich hinstürze und nehme einen breiten Absatz, der auch nicht zu hoch war und fand die Schuhe echt perfekt. Die haben gut gehalten wegen dem Riemchen hier. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich da nicht so rausschlupfe, weil ich habe etwas schmale Fersen und da ist es immer so ein bisschen eine Gefahr. Und vorne hatte ich dann diese Steine, welche wiederum perfekt zu meinem Schmuck und zu meiner Krone gepasst haben. Und ich fand, das war echt eine gute Wahl. Übrigens, total günstige Schuhe. Ich weiß, dass viele Bräute total viel Geld ausgeben für die Schuhe. Meine haben einfach mal 50 Schweizer Franken gekostet. Ich verlinke euch die auch noch. Ich bin aber nicht mehr so sicher, ob es die noch gibt. Aber dann seht ihr mal, welche das waren. Dann ein Thema, was wir schon mal besprochen hatten. Wir hatten diese italienischen Hochzeitsmandeln bestellt. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt, auch als ich gepackt habe. Und hatten da weiß, rosa, beige und nochmal andere weiße. Und die haben wir hier auf einem Wagen platziert gehabt. Und dafür haben wir die ganzen Gläser gebraucht, die ich ja auch gereinigt habe, bevor wir losgefahren sind. Ja, das kam, glaube ich, gut an, aber wir hatten viel zu viel. Wir haben viele nach Hause genommen und jetzt werden die einfach fleißig beim Kaffee dazu gegessen. Und dann hatten wir auch noch solche Brauseherzchen, diese Love Hearts. Die werden auch immer mal fleißig von unseren Gästen genascht. Und das steht jetzt einfach noch so in der Küche. Hier sieht man auch wieder übrigens diese Kärtchen, die habe ich auch wieder selber geschrieben. Und da haben wir auch wieder diese einfache Packschnur genommen. Und das stand dann so beim Empfang von den Gästen. Und da war auch noch ein Foto von uns vom Standesamt. Und der Wagen war eigentlich ganz süß. Der Wagen war übrigens oldschool, noch original von der Villa. Und wurde extra, weil ich mal bei einem Treffen dort gesagt habe, dass der mir so gut gefällt, extra nochmal aufgefrischt und neu bemalt und dann für uns frisch da wieder hingebracht. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Last but not least, ich wurde schon rege gefragt. Ich habe es mir schon gedacht. Unsere Tortenfigur. Wie ihr jetzt gerade seht, in meiner Hand ist die relativ groß und eigentlich nicht für Torten gedacht. Nachdem ich sie gekauft hatte, habe ich im Internet gesehen, dass es extra Tortenfiguren von dieser Marke gibt. Aber weil ich die behalten wollte, wir haben auch zur standesamtlichen Hochzeit schon eine andere Figur von einem tanzenden Paar bekommen, habe ich diese gewählt. Das ist eine Frau, wie man sieht, und ein Mann, die Kopf an Kopf sich anlehnen und die Hände zusammen haben und hier auch Händchen halten. Und ich fand die Symbolik einfach mega schön. Fand es auch schön, dass die so ein weißes Kleid anhat. Und habe eigentlich meinen Freund mit dieser Figur überrascht. Er wusste das nicht und als die Torte reinkam, habe ich es dann ihm gesagt. Und die haben das total krass hinbekommen, dass die echt diese schwere Figur da auf dem Kuchen platzieren konnten. Aber haben sie 1A hingekriegt und war einfach eine mega Überraschung. Auch dazu verlinke ich euch, was für eine Marke das ist. Das ist Willow Tree und diese Figur heißt Around You. Und jede Figur hat auch so eine Geschichte, einen Hintergedanken, was die Künstlerin damit ausdrücken will. Ist Kunststoff, obwohl das so aussieht wie Holz.
Ja, das waren eigentlich so die Sachen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Wir haben uns entschieden, die meisten Sachen, also vor allen Dingen so die Papiergegenstände, ein bisschen Deko und auch mein Hochzeitsbuch, was ich hatte, das Buch mit der ganzen Traum drinne, in einer Box aufzubewahren. Und da habe ich so eine ganz günstige bei der IKEA geholt und habe einfach das Mr. & Mrs., was wir auf jedem Tisch hatten, vorne drauf geklebt. Und so können wir jetzt eigentlich alle Erinnerungen an die Hochzeit hier drinne aufbewahren. Und wenn mal irgendwie ein schlechter Tag ist oder wenn man sich mal fragt, hey, was machen wir hier eigentlich, kann man sich die Kiste rausholen, macht einfach mal auf und man schwebt eigentlich in den ganzen Erinnerungen. Hier sind auch die ganzen Kärtchen drin, die wir bekommen haben und die Menükarten und einfach alles haben wir hier aufbewahrt. Und ich finde das eine mega schöne Erinnerung, die man auch mal mit den Kindern oder irgendwann in 10 Jahren nochmal anschauen kann. Und ja, da bewahren wir jetzt alles auf. Das waren eigentlich so meine wichtigsten Insights. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das Video gesehen habt und irgendwie noch was anderes wissen wollt, was ich euch jetzt noch nicht so erzählt habe, schreibt es wie gesagt in die Kommentare oder kontaktiert mich über Instagram. Ich schreibe euch meinen Namen auch direkt hier oben auf. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das supportet meinen Channel und abonniert auch meinen Channel, weil so seht ihr immer, wenn das nächste Video kommt und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!